Herzlich willkommen zu FRM Aktuell heute am 24. März. Am Telefon jetzt zugeschaltet ist der Freitaler Oberbürgermeister Uwe Rumberg. Hallo Herr Rumberg, ich grüße Sie. Ich grüße Sie, Herr Wagner. Hallo. Auch in Freital natürlich alles im Zeichen der Corona-Krise und wir haben ja diese Telefoninterviews ins Leben gerufen, um die Bürgerinnen und Bürger so schnell wie möglich auf die einfachste Art und Weise zu informieren und auch das, aus diesem Grund natürlich heute auch oder unser Gespräch, Herr Rumberg, wie sieht es denn in Freital aus? An welchen Dingen arbeiten denn Sie und Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Also seit gestern gelten ja nun die verschärften Ausgangsbeschränkungen des Freistaates. Wir stellen fest, dass unsere Freitaler verständnisvoll sind und sich an die Beschränkungen halten. Dafür erstmal ein herzliches Dankeschön. Ja, es würde ja viel Mühe und Ärger bereiten, wenn wir jetzt da explizit Leute der Plätze verweisen müssen. In Dippoldiswalde, habe ich gehört, ist das immer der Fall gewesen. In Freital ist uns derartiges noch nicht bekannt und das freut mich natürlich. Für die Durchsetzung der Regelungen ist die sächsische Polizei zuständig, die in enger Zusammenarbeit mit unserem gemeindlichen Vollzugsdienst natürlich die ganze Sache jetzt handelt und im Griff hat. Wir haben bereits seit knapp 2 Wochen einen internen Stab gebildet. Zur Bewältigung der gegenwärtigen Lage hat der Landrat nun die Errichtung von Kommunalstäben in den einzelnen Städten und Gemeinden angewiesen. Diese soll neben dem Krisenstab im Landratsamt ein wesentliches Instrument beim Zusammenwirken von Landkreis und Kommunen darstellen. Der Stab setzt sich unter meiner Führung zusammen und ist mit natürlich weiteren Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung besetzt. Neben der Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung, der Lageabstimmung und der Feststellung bzw. Umsetzung aktueller Maßnahmen geht es dort natürlich auch um die Unterstützung beim Quarantänemanagement, dem Infiziertenmanagement sowie der Koordinierung von Spontanhelfern, wie beispielsweise aktuell für das Nehmen von Schutzmasken. Da gibt es noch ein paar Abstimmungsdinge zu besprechen. Material ist noch zu klären und die Bereitschaft in der Bevölkerung, auch bei entsprechenden Vereinen, die ist immens und an der Stelle möchte ich mich natürlich bei allen schon voraus allen bedanken und ich denke, die Hilfe, die werden wir über kurz oder lang in Anspruch nehmen. Zudem haben wir eine Telefonnummer eingerichtet, die ich jetzt aber bewusst nicht bekannt gebe, die für erkrankte oder in Quarantäne befindliche Personen in Freital beispielsweise bei Fragen oder Hilfeersuchen zur Verfügung steht. Und ich sage deshalb nicht bewusst öffentlich bekannt geben, weil es kommen zum Beispiel bei uns an Telefonanfragen, wir sind jetzt zu Hause, wir möchten gerne uns beschäftigen, wo kriege ich jetzt einen Sack Zement her? Ja. Also liebe Leute, da muss ich sagen, die Fragen bitte uns jetzt nicht stellen, weil ich denke, wir haben derzeit andere Dinge notwendigerweise zu klären. Und das ist sekundär. Und da muss natürlich auch mal improvisiert werden. Also jetzt nicht unbedingt, dass man Backpulver nimmt, aber dass man vielleicht Nachbarn fragt, ob er noch was hat. Also da bitte uns außen vor lassen. Der Notbetrieb in unseren Kindertagesstätten läuft in geordneten Bahnen. Seit gestern gelten noch einmal neue Regelungen im Freistaat. Zum Beispiel im Bereich der Gesundheitsversorgung, der Pflege und öffentlichen Sicherheit können nun auch Kinder betreut werden, wenn nur ein Elternteil in diesem Teil der kritischen Infrastruktur tätig ist und aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Gründe an einer Betreuung der Kinder persönlich gehindert ist. Das sächsische Kultusministerium hat gestern auch nochmal den Anspruch auf die Notfallbetreuung erweitert. Zu den systemrelevanten Berufen gehören nun unter anderem auch Banken, Sparkassen, die Landwirtschaft, die Bergsicherung, Grubenwehren, sicherheitsrelevante IT-Infrastruktur, Krankenkassen, Rentenversicherung, Sanitätshäuser und Psychotherapeuten. Und ich denke, die Berufsgruppen, die werden entweder ergänzt oder immer auch wieder aktuell angepasst. Im Kommunalstab haben wir auch noch andere Festlegungen und Meldungen besprochen. Zum Beispiel, das ist jetzt ganz banal, aber trotzdem denke ich mal wichtig und gut zu wissen, unsere öffentliche Toilette am Busbahnhof ist
natürlich bis auf Weiteres geschlossen. Vereine, die von uns im Jahr 2019 Fördermittel erhalten haben, können ihre Verwendungsnachweise erst später einreichen. Die entsprechenden Unterlagen müssten uns eigentlich bis Ende März vorliegen. Und wir haben aber jetzt gesagt, wir werden eine neue Frist zum späteren Zeitpunkt bekannt geben. Die Stadt Freital wird alle weiteren und neuen Trauungen bis auf Widerruf im Trausaal des Rathauses Pötschappel planen. Unser Festsaal auf Schloss Burg steht dafür bis auf Weiteres nicht mehr zur Verfügung. Auch ist darauf hinzuweisen, dass Eheschließungen derzeit nur in Minimalbesetzung durchführbar sind. Also das Brautpaar und unser Standesbeamter. Ist jetzt unschön, aber um jetzt hier, ich sag mal, eine weitere Infizierung sozusagen zu bannen, ist das jetzt eine notwendige Maßnahme von uns. Dann gibt es in Freital eine 48-Stunden-Aktion, die im Mai vom Koordinationsbüro für soziale Arbeit in Freital abgesagt worden ist und soll gegebenenfalls im Herbst diesen Jahres nachgeholt werden. Zuletzt möchte ich noch einmal an die Bürgerinnen und Bürger appellieren, bleiben Sie alle ruhig, bleiben Sie besonnen. Das ist für uns alle eine besondere Situation voller Anspannung und besonderer Herausforderungen. Aber wenn wir alle zusammenstehen und gemeinsam auf uns Acht geben, stehen wir das mit Sicherheit zu 100% durch. Gut. Herr Rumberg, das waren soweit die aktuellen Informationen aus dem Rathaus in Freital. Nur noch eine kurze Nachfrage. Ihre Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, sind die auch auf Teleheimarbeit oder ist das Rathaus noch soweit besetzt? Das Rathaus ist soweit besetzt. Wir haben einige wenige Homeoffice-Arbeitsplätze eingerichtet, aber die überwiegende Anzahl der Mitarbeiter, ich will fast sagen alle, sind hier in den Büros vor Ort. Okay. Natürlich noch da. Ja. Dann guter Gesundheit. Mein Wunsch natürlich auch nach diesem Gespräch, bitte bleiben Sie gesund. Wir hören uns wieder, sollte es Neuigkeiten geben, bleiben wir mit diesem Kontakt, machen wir das ganz schnell für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Also vielen Dank, Herr Rumberg, und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, schönen Dank. Ja, tschüss. So, heute am Dienstag, dem 24. auch telefonisch zu Gast bei mir hier im Studio, Kerstin Körner, die Oberbürgermeisterin von Diepoldiswalde. Hallo, Frau Körner. Hallo, ich grüße Sie. Auch in Ihrem Bereich gibt es Neuigkeiten oder beziehungsweise Modifizierungen. Was gibt's Neues? Ja, wir hatten ja zugesichert, dass die vielen Fragen, die so bei uns eingehen, übers Telefon, über die Homepage, über Facebook und was weiß ich, was es noch für Kanäle gibt, dass wir versuchen, zu allen Fragen Antworten zu finden. Und wenn wir sie denn haben, dass wir sie auch über alle Kanäle wieder rumstreuen. Wir haben uns jetzt entschlossen, dass wir auf der Homepage so eine Frage-Antworten-Liste machen. Die wird heute aktuell reingestellt von allen Neuigkeiten. Was ist zu gestern anders? Es dürfen keine Wochenmärkte mehr stattfinden. Das ist eine klare Aussage. Also wir haben jetzt auch mitgeteilt, dass in Diepoldiswalde die dann auch nicht mehr stattfinden werden. Zu den gelben Säcken war noch die Frage, die Ausgabestellen für die gelben Säcke sind ja, also ausschließlich sind alle zu. Wir haben jetzt nochmal telefoniert gehabt mit dem ZAOE. Es ist möglich, dass auch durchsichtige Säcke, also Verpackungen nach draußen gestellt werden können. Es ist abgesichert, dass die dann auch mitgenommen werden. Natürlich darf dort auch nichts Verschmutztes rein und die Säcke müssen aber durchsichtig sein. Es gab gestern noch eine Änderung, dass die Notbetreuung, dass also der Personenkreis, die ihre Kinder in Kitas und Horte bringen können, erweitert worden sind. Auch diese Liste finden Sie bei uns auf der Homepage. Was mir gerade so ein kleines bisschen Sorgen macht, jetzt hat man ja nur gestern erst die Polizeiverordnung erlassen, um die Jugendlichen von der Straße zu kriegen und das, was uns dann gestern und heute bei dem Sonnenschein aufgefallen ist, dass jetzt die ältere Bevölkerung unterwegs ist. Auch in Gruppen und ja, sie wollen auch mal raus und es geht jetzt nicht darum, mal kurz ums Haus zu laufen, sondern wirklich in Gruppen sich nochmal zu treffen und zu reden. Und dort mein ganz, ganz dringender Appell, dass das bitte zu unterlassen ist. Das ist genau diese Gruppe von Menschen, die wir schützen wollen. Und dass vielleicht auch die Jüngeren ihre Eltern, ihre Großeltern einfach nochmal anrufen und auch nochmal auf die große Gefahr hinweisen, dass wirklich die Personengruppe
ganz, ganz dringend zu Hause bleiben sollte. Das wäre meine große Bitte, dass da wirklich auch alle nochmal mithelfen und das auch nochmal sagen. Es wurde mir auch aus den Supermärkten nochmal mitgeteilt, dass also wirklich eine große Anzahl von älteren Menschen auffällig, viele jetzt einkaufen gehen, sich dann auch treffen und auch nochmal den einen oder anderen Quatsch machen, miteinander sprechen. Und dass wir dort wirklich einfach ein bisschen aufeinander aufpassen, das ist jetzt ein niederischer Weg. Okay. Ich wollte noch mal eine kurze Nachfrage zu den gelben Säcken. Also es gibt definitiv keine Ausgabestelle mehr. Korrekt. Wird sich das demnächst ändern oder arbeitet man da an Lösungen? Also das ist jetzt die Aussage, die wir mitgeteilt bekommen haben, dadurch, dass diese Läden alle nie aufhaben, wo diese gelben Säcke verteilt werden, einfach normale Säcke nehmen, nach draußen stellen, müssen nur durchsichtig sein und der Inhalt muss sauber sein. Okay, das ist der Stand jetzt von heute, vom Dienstag, 24.03. Vielen Dank, Frau Körner, für diese ganz aktuellen Informationen. Sehr gerne. Und bis demnächst. Ja? Bis demnächst, lassen Sie es gut gehen. Tschüss. Gleichfalls, danke. Tschüss. Ja, ein weiteres FRM aktuell vom 24.03. Ich hatte ja gestern gesagt, wer mit mir telefonieren möchte, wer seine Dienstleistung vorstellen würde oder wie er sich gerade mit der ganzen Sache arrangiert, kann das natürlich gerne machen. Und eine Mail haben wir natürlich gleich bekommen und die kommt von Mario Eilert, bekannt natürlich auch aus der T-Clipper aus Diepoldiswalde. Hallo, ich grüße dich. Ja, hallo, schönen guten Tag, FRM. Ja, nun, wir haben das ja schon in vielen Läden gesehen, geschlossen, aber nicht ganz geschlossen. Man kann doch noch irgendwas verkaufen, um, ja, sage ich mal, zu überleben, denn ein Verkäufer, der nichts verkauft, da wird ja nichts, oder? So sieht's aus. Also da ich ja nur Lebensmittel anbiete, darf ich natürlich öffnen. Und jetzt, wo mein ganzer Laden bis zur Decke mit Osterware voll ist, bin ich natürlich sehr glücklich drüber. Das Problem ist, die meisten Leute wissen gar nicht, dass ich aufhabe. Und deswegen ist es gut, dass ihr die Aktion gerade macht. Ja. Das heißt, wie funktioniert das jetzt bei dir? Also, mein Laden ist safe, das heißt, ein bis zwei Leute dürfen gleichzeitig reinkommen. Ja. Ich habe Hygienespray da und berate die Leute, wenn ich näher rangehe, mit Maske. Das sehen wir gerade. Dass ich keinen Kontakt habe. Und Öffnungszeiten sind momentan von 9 bis 16 Uhr oder auf Anfrage dann auch gerne länger, wenn jemand noch von Arbeit kommt. Mhm. Wie ist denn jetzt so die Nachfrage? Oder, also du hast zwar gerade gesagt, dass das viele noch nicht wissen, aber die jetzt also, mal eingekauft haben, was sagen die dazu? Die sind glücklich, dass ich noch da bin, freuen sich über das tolle Osterangebot bei mir. Es sind momentan wenig, also gestern waren zwei Leute da, heute war bis jetzt ein Kunde da. Also das ist, eigentlich gar nichts. Deswegen, wie gesagt, freue ich mich, dass das vielleicht mal ein bisschen bekannt wird. Mhm. Ja, aufgrund der Verordnungen glaubt man ja, dass die Kleinläden alle zu haben, auch gerade jetzt so ein Spezialitätenladen, aber da hast du ja diese Ausnahme noch bekommen. Die habe ich noch bekommen und da war die Frau Körner auch persönlich bei mir und hat das gesagt, da bin ich auch sehr glücklich drüber, weil das Problem ist, die Osterware kann ich ja halt jetzt nur noch in zwei Wochen verkaufen. Mhm. Wenn ich die dann alles übrig habe, bin ich auch weg vom Markt. Und von den Osterumsatz kaufe ich ja praktisch schon wieder die Weihnachtsware ein. Von der Weihnachtsware kaufe ich dann die Osterware ein. Das ist ein geschlossener Kreislauf. Und wenn das wegbricht jetzt mit Ostern, gibt es halt kein Weihnachten mehr. Und dann gibt es keine schönen 1000 Kalender mehr. Mhm. Und. Da kalt es eins ins andere. Mhm. Weil das ist ja jetzt absolutes Saisongeschäft. Und wichtig für mich, dass ich habe ja nur noch Osterware. Dann. Ja. Also es ist auf jeden Fall eine komplizierte Situation, die man meistern muss. Andere Geschäfte haben ganz geschlossen, die haben es noch schlechter, ne? Das ist natürlich noch schlechter, ja. Aber ein Buch kann man vielleicht auch noch nach Ostern verkaufen, aber richtig. Die 70 Sorten Ostereier, die ich habe, die kann ich halt nur noch bis 10. April verkaufen. Und danach interessiert auch kein Mensch mehr, was ich an Ostern habe. Okay, also jetzt mal die gute Nachricht, der T-Clipper in Diepoldiswalde hat noch geöffnet. Man kann anklopfen, dann kann man reingehen, immer zwei in den Laden. Jawohl. Oder man kann sogar auch, habe ich gelesen, per Internet bestellen. Per Internet, da habe ich jetzt bei Facebook meine Telefonnummer. Da mache ich auch eine WhatsApp-Videokonferenz, zeige das alles, was ich so im Geschäft habe und verschicke das dann. Ganz unproblematisch.
Also ganz egal, wie wir 2020 das Osterfest begehen werden, ob immer noch in eingesperrt oder ob es schon wieder Entlockerungen gibt. Momentan, der Teekleber in Dippoldiswalde hat sich bemüht. Mario Eilert ist noch am Markt. Und wer ein bisschen was Süßes, was Besonderes Süßes braucht für die Osterfeiertage, der ist gern gesehen. Und ich sage vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank und macht weiter so. Ja, danke. Tschüss. Ja, tschüss.